Atatürk statt Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier befindet sich gerade auf Türkei-Reise. Aber nicht der antideutsche Bundespräsident ist Anlass meines kleinen Videos, sondern Serap Güler, eine deutsch-türkische Abgeordnete der CDU im Bundestag, die ihn begleitet und die gerade davon spricht, überall, dass dringend den Gastarbeitern aus der Türkei zu danken wäre, dafür, dass sie das Wirtschaftswunder in Deutschland mitbewirkt hätten. Hierzu empfehle ich euch meine kleine Rede aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen von vor einigen Jahren. Denn das, was sie sagt, ist falsch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute gibt es Anträge von CDU und FDP sowie von SPD und Grünen, mit denen die Gastarbeiter-Anwerbeabkommen der 50er und 60er Jahre vorrangig mit Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei sowie die Lebensleistung eben jener Menschen gewürdigt werden sollen. Und wie wichtig Ihnen diese Anträge, die Sie selber stellen, heute sind, sieht man an den fast leeren Plätzen, aber es ist ja Mittagszeit, guten Appetit. Die Lebensleistung dieser Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, würdigen wir gerne. Uns verbindet in der Tat mit diesen Menschen viel Positives, ob Italiener, Kroaten oder auch Türken. Und das gilt grundsätzlich auch für diejenigen türkischen Bergleute, die vor einiger Zeit hier im Landtag waren und die Sie alle hier haben sitzen lassen. Aber an dieser Stelle, Sie ahnen es schon, enden die Gemeinsamkeiten. Blicken wir deshalb kurz zurück und begegnen wir einer Legende, die manchen guten Mal den Kopf verwirrt, so auch hier heute im Plenum schon mehrfach gehört. Blicken wir zurück auf jene Anwerbeabkommen, die die noch junge Bundesrepublik in 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit mehreren Mittelmeeranrainerstaaten geschlossen hatte. In deren Gefolge kamen jene völlig zu Recht als Gastarbeiter bezeichneten Menschen in den Norden. Denn Gastarbeiter waren es. Darüber herrschte völlige Einigkeit bei allen Seiten. Heute sind sie es nicht mehr. Das erste dieser Abkommen trat am 20. Dezember 1955 in Kraft. Wer nun allerdings meint, es sei deshalb geschlossen worden, weil zu jener Zeit tatsächlich noch eine Menge Wiederaufbau nach dem verlorenen Krieg zu leisten war, der irrt. Bereits damals war dieses Anwerbeabkommen faktisch nichts anderes als ein Stück Entwicklungshilfe für den früheren Kampfgenossen und späteren Kriegsgegner. Denn in Italien herrschte nach dem Krieg eine Art Notstand. Es fehlten Millionen von Arbeitsplätzen, vor allem in den südlichen Regionen. Und die arbeitslosen Männer wurden anfällig für die Verlockungen des Kommunismus. Und so standen bereits 1953 italienische Unterhändler regelmäßig um Konrad Adenauers Kanzleramt. Offiziell begründeten die Südeuropäer ihr Anliegen, Arbeitskräfte entsenden zu dürfen mit dem Handelsbilanzdefizit, welches Italien gegenüber Deutschland hatte. Doch der alte Konrad Adenauer erzögerte. Erst gemeinsame Front von Franz Josef Strauß, man ahnt es gar nicht, und Ludwig Erhard vermochte, den Rheinländer 1954 zu bewegen, dem Drängen der Regierung in Rom nachzugeben. Neben der Geopolitik war es auch die Schwächung der Position der Gewerkschaften, die durchaus gelegen kam, der deutschen Gewerkschaften. Diese waren anfangs vehement gegen die Anwerbung nicht deutscher Arbeitskräfte. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Denn ein Überangebot zusätzlicher Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt musste zwangsläufig die Lohnforderungen der Arbeiter drücken. 1961 kam es dann zum Abkommen mit der Türkei, aber, liebe Herrschaften von der FDP, der Aufbau des kriegszerstörten Deutschlands war zu diesem Zeitpunkt längst abgeschlossen. Das Wirtschaftswunder wurde nicht durch Gastarbeiter geschaffen, sondern durch Deutsche und viele Vertriebene. Alles andere ist ein Märchen. Und das heißt nicht, die Leistungen der Gastarbeiter zu schmälern. Ich möchte nur historisch sauber sein. Und das sind sie an vielen Stellen nicht. Der damalige Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung, Anton Sabel, hatte es bereits am 26. September 1960 gegenüber dem Arbeitsministerium auf den Punkt gebracht. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt sei eine Vereinbarung mit der Türkei in keiner Weise notwendig. Jedoch könne er nicht beurteilen, Zitat, wie weit sich die Bundesrepublik einem etwaigen solchen Vorschlag der türkischen Regierung verschließen kann, da die Türkei ihre Aufnahme in die EWG, also ein Vorläufer der EU, beantragt hat und als NATO-Partner eine nicht unbedeutende politische Stellung einnimmt. Zitat Ende. Und damit war alles gesagt. Aber warum werden solche, gelinde gesagt, lückenhaften und sachlich falschen Anträge von CDU, FDP, SPD und Grünen überhaupt gestellt? CDU, FDP möchten ein paar Stimmen von Migranten einsammeln, das ist zulässig, das wollen wir auch. Völlig in Ordnung. Und die SPD? Warum stellt die SPD einen Antrag, der noch deutlich weitergeht
etwa indem sie auf, ich zitiere, niedrige Einkommen und niedrige Renten sowie schlechte Wohnbedingungen, Zitat Ende, bei den Gastarbeitern der ersten Generation hinweisen. Und gleichzeitig vergessen sie hier jeden Tag ihre deutsche ehemalige Stammwählerschaft, auf die es genauso zutrifft. Und warum bietet die SPD sich so viel mehr an? Die SPD ist auf Muslimkurs, denn sie will gerettet werden. Aber diesen Gefallen werden die Türken in unserem Land ihnen nicht tun. Dafür sind sie einfach zu klug. Und der Rest wählt Erdogan, egal wo sie leben. Das alles gehört zu einem vollständigen Bild über die Migration nach Deutschland, gerade mit Blick auf die Anwerber kommen dazu. Aber dazu sind sie nicht bereit und in der Lage. Die Lebensleistung dieser Menschen würdigen wir gerne. Aber was Sie erzählt haben, sind überwiegend Märchen.